Die Malerei umfasst die Periode in der europäischen Kunstgeschichte, die zwischen der Kunst des Mittelalters und des Barocks liegt. Die Malerei dieser Zeit ist von der Idee einer Rückkehr zur klassischen Antike geprägt, einer Antike, die als Bühne der reinsten Werte idealisiert und als Gegenbild zum düsteren Mittelalter projiziert wurde. Unter den neuen Werten, die in dieser Zeit entstanden sind, sind die folgenden hervorzuheben. Anthropozentrismus, er erkennt den Menschen als alleinigen verantwortlichen Urheber und absoluten Protagonisten des Schicksals, seines Lebens und der Geschichte an und stellt die mittelalterlichen theozentrischen Vorstellungen in den Hintergrund. Humanismus, ein Glaubenssystem, das auf dem Grundsatz beruht, dass die Bedürfnisse der menschlichen Sensibilität und Intelligenz befriedigt werden können, ohne die Existenz Gottes akzeptieren zu müssen. An dieser Stelle ist zu betonen, dass der Humanismus nicht die Existenz Gottes leugnete, sondern seine Bedeutung im menschlichen Leben abschwächte. Die Entstehung des Säkularismus kann als ein politisches und wirtschaftliches Modell verstanden werden, in dem die Religion keine zentrale und führende Rolle mehr spielt und in dem die Kirche allmählich das Recht verliert, Bedingungen für das öffentliche Leben, die Kultur, die Verwaltung von Gütern und sogar für die individuelle Ideologie und das Intimleben zu stellen. Dies bedeutet die Eröffnung neuer Szenarien in der Auseinandersetzung zwischen den Grenzen der göttlichen Macht und der irdischen Macht. Individualismus, Verständnis des Menschen als geistiges Individuum, das sich durch ein neues Selbstbewusstsein auszeichnet, als autonomes und fähiges Wesen, das mit einer eigenständigen Persönlichkeit ausgestattet ist. Dieses Gefühl der Individualität, in dem sich der Mensch als Herr seines eigenen Schicksals sieht, wird umso verständlicher, wenn man den Menschen in den Kontext neuer, sehr viel dynamischerer sozialer Beziehungen sowohl im gesellschaftlichen Bereich als auch in seiner Umwelt stellt, die weitgehend auf den allmählichen Zusammenbruch der Vorherrschaft der feudalen Verhältnisse zurückzuführen sind. Durch die Verbindung der oben genannten Punkte begann der Mensch der Renaissance zu begreifen, dass er absolute Wahrheiten durch Wissen in Frage stellen kann, und so entstand der Skeptizismus. Der Skeptizismus basiert auf den Postulaten der alten Griechen und der berühmten sokratischen Meutik, die allgemeingültige Wahrheiten ablehnte und Sophismen als Mittel zur Gewinnung neuer Erkenntnisse in Frage stellte. Diese Denkschule bezweifelte alles, was nicht messbar oder quantifizierbar war, und bildete den Grundstein für die Wissenschaft und die spätere Entwicklung des Rationalismus und der wissenschaftlichen Methode. Ein klares Beispiel dafür ist der klassische und bekannte Satz von René Descartes: Ich zweifle, also denke ich, also bin ich. Wir wollen klarstellen, dass die Maieutik die zweite Phase der sokratischen Methode ist. Die erste ist die sogenannte sokratische Ironie, bei der Lehrer so tut, als wüsste er nichts über das zu besprechende Thema und dem Schüler dann zu verstehen gibt, dass er das, was er zu wissen glaubte, nicht wirklich wusste und dass sein Wissen auf Vorurteilen oder Gewohnheiten beruhte. Daran schließt sich die Maieutik an, die das pädagogische Handeln der Methode darstellt. Die Technik besteht darin, dem Gesprächspartner so lange Fragen zu stellen, bis er akzeptiert, dass er nur weiß, dass er nichts weiß. Sophismus hingegen ist bekannt als Vernunft- oder Scheinargument, das den Anschein von Wahrheit hat und mit dem Ziel formuliert wird, den Gesprächspartner zu täuschen. Mäzenatentum. Unter Mäzenatentum ist der Schutz oder die finanzielle Unterstützung einer kulturellen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Tätigkeit zu verstehen. Das Mäzenatentum war ein Schlüsselfaktor für den Export des ideologischen Modells der damaligen Eliten im Rahmen eines neuen, viel dynamischeren Wirtschafts- und Finanzmodells, das auf dem Handel basierte und weit entfernt war von einem Feudalismus, der auf dem Besitz und der Ausbeutung von Land beruhte. Italien gilt als die Wiege der Renaissance-Malerei, und es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass in Italien die Denkmäler der Antike bewahrt wurden und dass man sie wiederbeleben wollte, indem man nach Modellen der Harmonie und Schönheit suchte. Außerdem gab es in Italien eine Reihe wirtschaftlich mächtiger Stadtstaaten wie Florenz, Neapel, Venedig, Genua, Mailand und Rom selbst, in denen wirklich mächtige Familien residierten, die auch Mäzene der Künste waren. Von Italien aus verbreitete sich die Renaissance nach und nach in ganz Europa. Es gibt eine Reihe von Merkmalen, die die Renaissance-Malerei von der mittelalterlichen Malerei unterscheiden. Beschwörung der Antike mit einem Sinn für idealisierte Schönheit. Die Vorrangstellung der Natur, die Gemälde sind in naturgetreu nachgebildeten Landschaften oder in architektonischen Rahmen angesiedelt, in denen Säulen und Giebel die Perspektive hervorheben. Die menschliche Figur wird zum Mittelpunkt und Maß aller Dinge. Beherrschung der Perspektive und kompositorischer Techniken. Licht- und Schatteneffekte wie das Hell-Dunkel-Spiel wurden genutzt, was zur Entwicklung neuer Techniken wie dem Sfumato-Nebeleffekt, eine Technik, die Leonardo da Vinci beherrschte, führte. Die Ölmalerei wurde fast ausschließlich übernommen. Während die Malerei des Mittelalters fast ausschließlich religiös geprägt war, wurden in der Renaissance neue Themen wie mythologische, allegorische und historische Sujets eingeführt. Der Akt erschien nicht allein, sondern im Rahmen eines Naturgemäldes. Da die katholische Kirche zu den wichtigsten Auftraggebern der Zeit gehörte, wurden weiterhin religiöse Gemälde gemalt. Für weitere Geschichtsvideos besuchen Sie meinen Kanal in der Videobeschreibung. Nächstes Video: Merkmale der italienischen Renaissance-Malerei.